Aber jetzt vielleicht ein bisschen mit der Kamera von den Noten weg. Ich sehe die Noten nicht. Ja, genau. Wir machen was da, ja, ja, oder? Es fällen die Hunde, es rasseln die Kätzchen, es schlafen die Menschen, die ihren Betten. Die Proben zu einer außergewöhnlichen Produktion von Schuberts Winterreise als Freilichtspiel haben bereits begonnen. Uns ist es gelungen, ein Interview mit allen drei Künstlern zu bekommen. Herr Gamper, Sie sind Kabarettist. Wie kommt ein Kabarettist zu Schuberts Winterreise und warum inszenieren Sie sie überhaupt? Wissen Sie, die Winterreise von Franz Schubert ist ja ein wahnsinnig komisches Werk, aber auf der anderen Seite auch sehr heiter, an das sich bislang nur Komikergrößen wie Dietrich Fischer-Dieskau oder Hermann Prey herangewagt haben. Und es hat mich daher wahnsinnig gereizt, einmal eine andere Arbeit umzusetzen als diese Werke, die man normalerweise von mir gewohnt ist, mit ihrer Tragik und ihren schweren Themen. Sie haben den Text von Wilhelm Müller ja umgeschrieben. Teilweise, nur teilweise. Die komischsten Stellen im Stück habe ich im Original gelassen. Besonders komische Lieder wie Einsamkeit oder Die Krähe habe ich gänzlich im Original belassen. Aber dann hat mir doch eine gewisse Tragik des Ganzen gefehlt. Weshalb ich die Figur in eine existenzielle Notlage versetzt habe, um dem ganzen Stück eine gewisse Fallhöhe zu verleihen. Wollen Sie uns kurz beschreiben, wie das in Ihrer Fassung aussieht? Ja, gerne. Wir alle wissen ja, dass im Original 4 Personen vorgesehen sind. Falsch. Wir alle wissen, dass im Original nur 3 Personen vorgesehen sind. Das war ein Ulk von mir. Ich aber habe die Figur der Reinigungshilfe gestrichen, um nur noch die beiden jungen Männer übrig zu lassen. Und somit konnte ich das Hauptgewicht auf die innige Liebe der beiden Franz Schubert und Wilhelm Müller legen. In Wirklichkeit ist ja, wie wir alle wissen, Franz Schubert im Alter von 81 Jahren bei einem Traktorunfall ums Leben gekommen. Ich lasse ihn aber in der Winterreise als seinen Geist auftreten, der den jungen Geliebten Wilhelm Müller in den Wahnsinn treibt, was am Ende dann im Leiermann deutlich wird, der ja normalerweise, wie wir alle wissen, als die nörgelnde Ehefrau mit dem Staubsauger interpretiert wird. Herr Lösch, Sie arrangieren die Winterreise ja für die Band Revenge. Was darf man sich darunter vorstellen? Wird die Musik moderner, peppiger? Ja, das kann man so sagen. Da die meisten Instrumente, für die die Musik ursprünglich geschrieben wurde, in ihren Klangfarben heutigen Hörgewohnheiten nicht mehr entsprechen oder längst kaputt gegangen sind, habe ich sie durch modernere ersetzt. So ist zum Beispiel in der Fassung von Franz Schubert ein Waschbrett vorgesehen. Ich ersetzte es durch sein moderneres elektrisches Nachfolgeinstrument, die Waschmaschine. Auch die Bläser habe ich ersetzt durch Föhn oder Ventilator. Haben Sie auch die Musik verändert? Können Sie uns ein Beispiel geben? Hier zum Beispiel im ersten Lied Gute Nacht ist in der Überleitung zu Es zieht ein Mondenschatten ein D-Dur-Akkord drin. D-Dur-Akkorde sind heutigen Hörgewohnheiten nicht mehr bekannt, da sie völlig veraltet sind. Ich ersetze sie durch einen C7-S-Major-Akkord und an dieser Stelle spiele ich es in M-Moll. Thank you.
Flasche Mondschatten singen. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Das ist brutal laut. Nein, noch nicht brutal laut. Wo schon? Oder hast du noch? Ah, das ist nicht. Draußen drin und so vorschen, ich kann es nicht, also Lampe zu drin, einfach so starrst den Strumpf. Drin sieht man das? Haft nicht. Herr Haider, Sie singen den Tenorbart in dieser Winterreisen-Adaption. Sie singen Schubert ja nicht zum ersten Mal. Ich liebe Schubert über alles. Schubert ist ein wirklich inniger Begleiter meines ganzen Lebens. Ich war jetzt erst letzte Woche in München im Herkules-Saal mit Schubert. Er hat mir geholfen, die Stühle aufzustellen. Und wir haben uns auch ein Zimmer geteilt und wir haben eine sehr innige, harmonische Beziehung. Aber es gab dann doch eine kleine Unstimmigkeit, als ich abends ein Mädchen mit ins Zimmer brachte. Schubert wollte nicht zusehen, wie ich mit... Sie kennen Schubert also gut. Wie sehen Sie die Bearbeitung von Gamper und Lösch? Also ich sehe, das ist ein ganz, ganz entscheidend großer Griff ins Klo. Aber das macht mir ja nichts, weil ich bin Tenor, ich muss nur singen. Und wichtig war mir vor allem, dass die mit dem Schubert nichts machen, weil mir der Schubert einfach so wichtig ist und ich nicht möchte, dass unsere Beziehung durch dieses Projekt irgendwie gefährdet wird. Nun nur noch eine Frage an Herrn Gamper. Sie wollen das Stück ja im Januar im Freien aufführen. Wie lösen Sie das Problem mit der Kälte für das Publikum? Dieses Problem haben wir bereits ganz zu Beginn unserer Produktion bedacht und letztlich auch gelöst, indem wir in unserer Inszenierung ein Publikum nicht vorsehen werden. Um den Sänger und den Musiker dabei nicht zu irritieren, haben wir in Zusammenarbeit mit dem Bergrettungsdienst an die 100 Schneemänner und Frauen errichtet. Danke für Ihr Gespräch. Zu sehen wird diese außergewöhnliche Interpretation von Schuberts Winterreise ab 17. Januar auf dem Figiljoch bei Lana sein.